Kurzes Winterupdate mit einem gewissen Beigeschmack. 5B-Tiefmöglichkeit am kommenden Donnerstag. Und damit ein allerherzliches Glück auf. Hier zurück zu einem kurzen Bericht. Ich habe bereits gestern vor falscher Wintereuphorie gewarnt, aber wie sehen denn die neuesten Berechnungen, also die sogenannten Nullerläufe aus der vergangenen Nacht für kommende Woche aus? Gibt es endlich wieder Winter mit dem lang herbeigesehnten Schnee? Wie geht der Trend nach hinten raus weiter? Und das wollen wir uns jetzt mal ganz kurz mit ein paar Blicken in die Karten anschauen. Den Polarwirbel, den schenken wir uns in diesem Bericht mal. Ich möchte in diesem Video mal unter 10 Minuten kommen. Und damit steigen wir auch ein in die aktuelle Wetterlage mit dem aktuellen Satellitenbild. Wir sehen ja im Osten aktuell noch schöne Sonne hier gerade eben. Ja, auch immer noch Sonne, aber die wird langsam milchig, denn es ist so, in der Höhe schiebt sich eine Warmfront rein und da kann es auch sein, dass jetzt mal sogenannte Sonnenhalos zu sehen sind um diese Sonne herum. Ja, das kommt eben durch die Cirrus-Stratus-Wolken halt. Ja. Gut, wir sehen das auch hier, diese Aufgleit bzw. diese stratiformen Niederschläge, ja, die werden nicht so stark sein, aber sie sehen, oder man sieht eben schon, dass die Warmfront sich aus Westen hereinschiebt. Schauen wir mal in die Wetterlage, die jetzt kommen soll. Ja, wir sehen das jetzt hier, diese Warmfront, die wird eben jetzt hier induziert heute durch dieses Tiefdruckgebiet hier über den britischen Inseln und dieses Tiefdruckgebiet zieht dann weiter in Richtung Dänemark und hat aber dann am Sonntag eine Kaltfront im Gepäck. Ja. Und dann ist es eben so, wir haben, wie bereits im gestrigen Video schon angesprochen, eine sogenannte Austrugung und wir sehen hier, das Blaue mit sehr tiefem Geopotenzial. Ja. Dort ist eben die Luftsäule sehr tief, also die Dichte der Luft ist dort sehr gering und dementsprechend ist dort die Druckfläche 500 Hektopascal auch nicht auf 5,5 Kilometern Höhe, sondern tiefer. Sieht man jetzt aber hier nicht, weil eben die geopotenzielle Höhe, beziehungsweise man könnte es erahnen mit der Farbe jetzt hier, ja, das Pinke wären so ungefähr um die 5 Kilometer Höhe, währenddessen das, ja, Schwarz hier die 552er ist, beziehungsweise die 5520 Meter Linie. Und das ist die sogenannte Frontalzone, wo darüber der Jetstream verläuft. Aber ist egal. Auf jeden Fall sehen wir hier dieses blockierende Hoch auf dem Atlantik und diese Austrugung. Und dann können wir erkennen, dass sehr viele Tiefdruckgebiete, sehr viele Tiefdruckgebiete hier in diesem Langwellendruck eben umherwuseln und dementsprechend detaillierte Vorhersagen sehr schwierig machen. Ja? Schauen wir aber mal. In Bezug, wir wollen jetzt bloß mal gucken, bis ungefähr Freitag, ne? Dann wird eben der Langwellendruck bzw. die Austrugung abgebaut und sehr wahrscheinlich kommt dann wieder eine Westallüre rein. Müssen wir uns aber noch ein bisschen zu Gemüte führen. Schauen wir mal ganz kurz in das GEFS, also quasi in das Ensemble des GFS-Modells von dem Nullerlauf. Und da können wir eben diese 30 verschiedenen Member in Bezug auf diese Karten eben übereinander gelegt mal interpretieren, was daran sein könnte in Bezug auf die 5B-Wetterlage, die gegebenenfalls jetzt am Mittwoch bzw. am Donnerstag kommen könnte. Ja, oben rechts wird die Timeline, für wann das eben ist. Und da kann man eben erkennen, diesen Langwellendruck. Und natürlich wird das geglättet hier, weil eben alle 30 verschiedenen Member hier mit reinlaufen. Aber wir sehen schon immer wieder Tiefdruckaktivität dann hinten raus, so am Mittwoch, Donnerstag schon über dem Golf von Genua. Und das sehen alle Member, die sehen eine Tiefdruckaktivität Entwicklung über den Golf von Genua mit einer Zugrichtung, ja, 5B-mäßig. Ja, es ist eben so, wenn man jetzt nochmal die Anomalien sich zu Gemüte führt, dann kann man eben erkennen, wie dieser Tiefdruck dann hier unten im Golf von Genua, ihr seht das jetzt hier, ja, wie der eben, ja, sich weiter vollzieht. Ja, es ist eben so, dass an diesem Druck das Ding dann sehr wahrscheinlich hier von Südwest nach Nordost eben durchziehen kann. Wo das genau sein wird, das ist aber noch nicht ganz raus. Ja. Das müssen wir noch ein bisschen beobachten, deswegen gehe ich da auch gar nicht weiter drauf ein jetzt erstmal. In Bezug auf das Durchschwenken der Kaltfront will ich euch mal noch was sagen. Warum sind jetzt zum Beispiel 5 Grad minus und 850 Hektopascal nicht nur mehr fürs Bergland interessant, sondern auch weiter unten? Das liegt einfach an dem tiefen Geopotenzial. Aktuell liegen wir mit der 850 Hektopascal Druckfläche, sprich 1500 Meter Höhe, eigentlich 1500 Meter Höhe, ja, liegen wir aber, wir können es jetzt mal hier sehen, das ist die minus 2 Grad Isotherme jetzt hier, ne, auf, mal angenommen jetzt hier 1440 Metern Höhe oder auch 144 geopotentiellen Dekametern.
Ja, das bedeutet eben, dass die Druckfläche hier mit dem Durchschwenken der Warmfront schon mal absinkt, ja, und am Sonntag dann mit dem Durchschwenken der Kaltfront dann noch weiter absinkt. Und wenn wir das dann mal so ein bisschen reflektieren, dann kommt hier noch so ein kleines Tiefdruckgebiet rein und dort ist eben, da muss man sich mal überlegen, da liegt die 850 Hektopascal Druckfläche hier auf 1100 Metern. Dort herrschen im Prinzip andere Gesetze und natürlich drückt es die Höhenkälte eben dann auch mit runter. Und wenn wir jetzt mal das Beispiel 116 hier nehmen, dann ist es eben so, dass die minus 5 Grad Isotherme, ja, eben auf 116 Meter bzw. 1160 Meter Höhe liegt, beziehungsweise 116 geopotentiellen Dekametern. Und dann ist es eben so, dass ja die Schneefallgrenze diesbezüglich in diesem Bereich hier bei 80 Meter liegt und die Frostgrenze gerade mal bei 390 Metern. Ja. Währenddessen mal angenommen, das Geopotential wäre hier bei gleicher Temperatur, ja, bei 5 Grad minus sind 850, bei 144 geopotentiellen Dekametern, also quasi 300 Meter höher, wird natürlich auch die minus 5 Grad Isotherme 300 Meter weiter hoch sein. Und dementsprechend würde das dann bedeuten, dass die Schneefallgrenze bei 360 Meter liegen würde und die Frostgrenze bei 670 Metern. Ja? Also sprich, man kann im Prinzip dort schon sagen, dass diese ganze Geschichte dort fast um, ja, 300 Meter abgesenkt wird in Bezug auf das Beispiel 114 bzw. 116 geopotentiellen Dekametern und die 144 geopotentiellen Dekametern. Ja. Ist eine sehr interessante Geschichte. Dementsprechend sind die minus 5 Grad Isothermen gerade bei dieser Wetterlage eben auch fürs höhere Flachland interessant. Aber ansonsten sollte der Frost sich in den kommenden Tagen eher so bei 500 Metern einpendeln, der Dauerfrost. Ja. Und dort sollte es auch für die, ja, wenn wirklich Schnee fällt, sollte sich die Schneedecke dann eben auch halten. Im höheren Flachland bzw. im Flachland wird das sehr wahrscheinlich keine 24 Stunden andauern, dadurch den Tagesgang und die Sonneneinstrahlung, dass dann alles wieder, ja, und auch die positiven Temperaturen dann alles wieder ja, wegschmilzen wird. Das ist einfach so, ne? Wenn man das jetzt nochmal so sich zu Gemüte führt, es ist eben so, die Kälte reicht nicht wirklich aus. Ja. Wir sehen das jetzt hier oben. Das Pinke ist die minus 10 Grad Isotherme und die ist eben wichtig für wirklich Winter, auch im Flachland, nachhaltigen Winter. Und wir sehen eben hier durch die Austrugung die minus 5er, gegebenenfalls auch mit die minus 6er oder minus 7er Einzug erhält. Mit dem tiefen Geopotential kannst du tatsächlich auch mal im Flachland wirklich zu einer dünnen Schneedecke kommen. Aber das ist alles nichts Nachhaltiges. Ja. Gut. Schauen wir mal auf das neue, auf die Schneehöhen, ja, die ECMWF hier berechnet. Es ist eben so, oben rechts über die Teilnehmer, wann es eben ist. Man sieht hier wunderbar, dass die einfach nur aufsummieren. Die ganzen festen Niederschläge in Form von Schnee werden einfach aufsummiert und die Tauzustände werden überhaupt nicht mitberechnet. Dementsprechend erscheint es hier übertrieben. Ja, es ist nicht so, dass hier alles weiß sein wird. Das wird nicht passieren. Das sage ich euch jetzt schon. In Bezug auf die langen Gesichter. Dann können wir sehen, am Mittwoch bzw. Donnerstag sehen wir hier rechts diese 5B-Zugbahn. Und das ist eben noch nicht ganz raus, wo die eben lang zieht. Ja? Es ist eben so, wenn man nochmal ganz kurz reinschaut, zum Beispiel GFS hat das jetzt hier, das ist schon der 6er, der kommt gerade rein, wir wollen aber mal den Nuller sehen. Ja, die sehen dieses Ding ein bisschen weiter im Osten oder beziehungsweise weiter nordwestlich gelegen, die Zugbahn. Ja, da würde es hier im Riesengebirge so um die 30 cm Schnee geben. Und der 18er hat das Ding, wenn er dann geladen hat, genau über Sachsen gemanövriert. Und dort würde natürlich mit Nord- beziehungsweise Nordostschau dann auch mal 25 cm Schnee binnen 12 Stunden wäre dann kein Thema. Ja, aber wie gesagt, ihr seht, wie das springt. Das ist alles noch nicht ganz sicher. Dementsprechend beschäftigen wir uns auch später damit. Was sagen denn die anderen Modelle bis zum Samstag, den 21. Januar, in Bezug auf die akkumulierten Schneemengen bzw. die Schneesummen? Also ihr seht das hier, JUCMO EU, die Briten. Ja gut, es ist halt einfach so, es ist 90% der Leute werden ja keinen Winter erleben. Es ist einfach so. So, dann haben wir GFS mit dem Nullerlauf, wie gesagt, bis auf die 5B-Zugbahn. Ansonsten hier ein kleines bisschen Schnee im westlichen Mittelgebirge und im Sauerland herum, aber ansonsten. Ach Gott, ich bin schon wieder gleich an den 10 Minuten. Mein Gott, ich schaff's einfach nicht. Es ist wirklich, naja. Auf jeden Fall ist es jetzt so, GEM, auch die Kanadier mit dieser Zugbahn, dieser 5B-Möglichkeit, aber auch ansonsten überall,
Es reicht wirklich dann nur für eine Schneedecke, so wirklich also ab 400, 500 Metern, ebenfalls wirklich erst ab 500 Metern. Denn das Geopotenzial wird auch wieder ansteigen. Dementsprechend wird die Temperatur auch wieder ansteigen. Aber wie gesagt, ausgeschlossen sind keine Graubeschauer bis ins Flachland, auch mal früh eine dünne Schneedecke, gerade am Montag, wenn dieses Schneetief hier im Westen so ein bisschen lang zieht. Dort kann es wirklich mal durch Isothermie auch bis runterdrücken und durch das tiefe Geopotenzial. Ja, schauen wir nochmal auf die aktuellen oder auf die akkumulierten Niederschlagssummen. Es ist eben so, ja, der Nullerlauf, der zeigt das hier jetzt bis zum Samstag 0, also quasi bis kommenden Samstag, also in einer Woche, 168 Stunden plus die Liter pro Quadratmeter. Ja, Freunde, was sollten da zum Beispiel im Osten an Schnee zusammenkommen können? Bei 10 Liter auf dem Quadratmeter, das müsste ja alles in Schneeform fallen, damit wirklich eine Schneedecke sich ausbilden würde. Das ist aber nicht so. Wir haben wieder diese komische Lee aus. Beute, ja, und im Westen hast du dann wirklich ein bisschen mehr Niederschlag, wo dann auch wirklich mal ein bisschen nachhaltiger Schnee in den Mittelgebirgen liegen bleiben kann, wie Eifel, Hunsrück, Taunus und Westerwald und gegebenenfalls auch, wie gesagt, Rothaargebirge und genau, Schwarzwald, Bayerischer Wald natürlich auch, ne? Aber ansonsten der ganze Osten eher Lee, kann man vergessen. Das hat nichts mit wird nichts mit Winter zu tun haben, leider Gottes, ne? So, schauen wir nochmal auf ein Ensemble von Mühlhausen. Wir haben jetzt hier die 850 Hektopascal Temperaturen von den einzelnen 30 verschiedenen Membern. Ja, Mühlhausen ist im Thüringer Becken gelegen und eigentlich ist es egal, welches Ensemble man für die Mitte nimmt. Die Höhenwärme bleibt relativ unbeeinflusst, ja, oder ist unbeeinflusst. Dementsprechend ist es egal, für welchen Ort man das eigentlich so für die Mitte nimmt. Ne? Aber es ist eben so, wenn man das sich hier zu Gemüte führt, minus 5 Grad Isotherme haben wir hier, ja. Und dann bleibt es eben so bei minus 6, minus 7 Grad erstmal liegen. Die kommende Woche geht danach wieder hoch. Und deswegen brauchen wir auch nicht weiter gucken. Ab hier hat man einen Spread von 5 Grad plus bis ungefähr so 12, 13 Grad minus. Das ist entscheidend, ja. Auf diesen Ausreißer hier gucken wir gar nicht erst. Das ist unsinnig, weil alles andere weiter oben ist. Und ja, was man aber auch sieht, die Niederschläge sind nicht gerade berauschend, sage ich mal so. Dementsprechend in Verbindung mit den kalten Temperaturen, ja, wird so viel Schnee auch nicht zusammenkommen. Ja, dementsprechend schön ruhig bleiben. Es wird ja keinen Wintereinbruch geben hier mit dicken Schneedecken und so. Das könnt ihr euch abschminken. So, in Bezug auf das 5B-Tief habe ich jetzt mal Altenberg rausgesucht. Das ist im Osterzgebirge gelegen und natürlich bei so einer typischen 5B-Zugbahn wäre das genau richtig. Ja, der Ort, und dementsprechend kann man auch erkennen, dass einzelne Member um den 20. Januar herum einen Ausschlag haben. Und das ist diese 5B-Wahrscheinlichkeit. Aber wie gesagt, sind wenige Member, die hier hochgehen. Ja, man muss beobachten. Aber ansonsten, die 5B-Möglichkeit ist da. Und das schauen wir uns aber alles später an. Ich wünsche euch erstmal noch ein schönes Wochenende. Ich werde mich noch ein bisschen auskurieren. Gegebenenfalls melde ich mich morgen nochmal. Ansonsten dann erst in der neuen Woche. Gegen Abend dann, ja. Schönes Wochenende, bis später, wenn ihr möchtet. Glück auf und ciao.